Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Magica 2 zusammen mit The Vardrug. Yay! Und Bloody Fox 13s Gast 1. Wer das wohl ist? Ja, hallo, ich bin... Nein, ich bin natürlich nicht. Ich bin der Morphus. Wir haben bisher zusammen Pokémon gespielt und ich dachte mir, heute gucke ich mir mal sowas an. Ich muss sagen, deine ist natürlich, Bemerkungen immer bei Pokémon haben mir sehr geholfen, das Spiel zu verstehen. Danke, danke. Ich denke mal, Magica ist fast genau wie Pokémon. Ich lasse mich überraschen, ich habe es nämlich noch nie gespielt, beziehungsweise gerade eine Test mit Vater. Also wir haben einen Test gemacht, genau. Denn diese Folge und die nächsten paar werden sehr trashig. Es wird ein trashiges Wochenende vor euch liegen. Denn Morphus spielt mit Controller. Woo! So, wir setzen einfach fort. Es ist ein optisch schon mal sehr schöner Controller. Da ist ein X drauf. Der Xbox-Controller. Genau. So, wir fangen an. Ansonsten ist WASD, ja, sehe ich gerade. Bei mir ist WASD und, WASD ist nicht zum... Hier. Was ist das? Das ist eine Standardmarke. Wir hatten ein neues Level. Sie haben Schwerter groß wie Orks, können jeden Troll niederwerfen. Und wir müssen die ganzen Bäume fällen. Psst, nicht so laut. Immerhin stehen sie auf unserer Seite. Björn. Sie tun nichts als herumhängen. Und essen. Hallo. Bist du? Nun, Freunde, was läuft denn so? Nichts. Überhaupt nichts. Wie ist das, Hammelbeinchen? Tja, wisst ihr, wir brauchen das Holz wirklich. Wenn ihr also so bald wie möglich loslegen könntet, dann wäre das super. So hack ich auch immer mein Holz. Ja, ja. Wir versuchen mal, die Leute da hinten nicht zu töten. So. What? Ich bin übrigens der rote Neuzugang dort. Moment! Oh, was ist... was? Was?! Jetzt wo bin ich? Uns? Wo bin ich? Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Können wir die Dinger töten? Ich glaube, das müssen wir sogar. Oh Gott, holy moly. Oh je, ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin noch töter als du. Okay, du lebst schon wieder. Moment. Warum kämpfen die auch gegen uns? Ja, weil die Schnauze vom Holz haben. Voll am Ich habe irgendeinen Stab von irgendjemand von euch. Du sollst nicht ständig... Wer hat hier schon wieder Blitzzauber von euch gewirkt? Achso, das sind diese bösen Viecher, ne? Okay. Ich glaube, ich stehe hier hinten ganz gut. Oh, warte mal. Ich stelle gerade fest. Ich habe die Dings nicht mehr drin. Herbeirufung von Toten. Es hat dieses klassisch unübersichtlich quietschbunte MMORPG-Dasein. Ja, was du so sehr magst. Was ich bisher... Ich kam noch nicht oft in den Genuss. Diablo 2 war da immer ein bisschen... Ja, macht immer ein bisschen Smalltalk, während ich versuche, euch das Leben zu retten. Okay. Danke, Vardrug. Das ist ein wahrer... Naja, Freund. Ein wahrer Drack. Ist es Vardrug? Ja, das ist Vardrug. Es ist nicht Falzdrug. Mein böser Zwilling. Bitte nicht... Ich glaube, wir haben sie nicht wirklich gesehen. Wie kann ich ihn... Sie haben uns angegriffen, die... Wie kann ich ihn die Zauber wieder wegnehmen, sozusagen? Immer mit den Gegengesetzten. Das heißt, du drückst das LB, also den linken Button hinten. Ja. Oder so. Huh. Nee, den oben. Das ist der Trigger, das ist der Button. Und wenn du dann... Also, mach Wasser. Jetzt mal... Ja, okay, mach jetzt mal... Gut, nee, Wasser. Ein Leben. Ein Leben wäre das jetzt gewesen. Mach mal Leben rein. Und jetzt weg. Und jetzt ein Tod. Dann siehst du, die heben sich gegenseitig auf. Ui. Hier ist ein Stab. Autsch. Ey, du hast mir die Frauenstimme... Warum immer ich? Ah! Moment, da stand 6000, wieso bist du nicht gestorben? Sind wir jetzt in dem Modus? Ja, okay, dann hier. Innen weiter. Zäpfel. Sag mal. Hackt's. Ich bin sehr feuerempfindlich. Wo müssen wir lang? Müsst ihr mal nach unten? Sicher? Naja, wir sind ja von oben gekommen. Achso, stimmt. Ja, da habe ich doch nicht aufgepasst, da habe ich geschlafen. Ja, da mache ich zur Sicherheit schon mal, Wisst ihr, diese salzgedeckte Tierform ist? Was? Findet ihr es nicht auch scheiße, wenn ihr irgendwo sitzt und Picknick esst und plötzlich... Kommen irgendwelche Zauberer und verbrennen alles. Und macht den Käse. Warum tötest du Mafi? Ich wollte den Käse schmelzen. Werf den... Oh, Moment, das sind dann Bienen. Oh, verdammt. Käse.
Also ich finde die Kombi Feuer-Blitz ziemlich... Ha! Man kann sich verfolgen an der Schadensmeldung. Kann mich jemand mal wiederbeleben? Ach so. Den Ball. Hey, wieso helfen die uns, die Typen? Nein, wieso werden die von den Todesmaschinen angegriffen? Ein dreibeiniger Todesstrahlroboter aus Krieg der Welten stapfte an die Info. Nein. Das ist mehr von den Viechern. Oh, naja, wenigstens leben meine bösen... I just died in your arms tonight. Ich hab dich wieder belebt. Au. Pau, 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 pau. Ich bin tot. Du musst uns wiederbeleben. Mit nach unten, ne? Ja, aber das ist noch nicht vollgeladen. Also jetzt, jetzt ganz schnell. Genau, dankeschön. Nochmal? Nee, Mafi lebt schon wieder. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie er Magiken beschwören kann, die er aus Kombinationen rausfuhr. Gar nicht. Mit Controller geht das gar nicht, das wäre ja blöd. Wahrscheinlich muss er den Stick reindrücken oder so. Da war ich zu langsam mit meinem Autoheilung, meine ich. Komm, Todesstrahlroboter. Ja. Oh, das warst du. Da warst du mit dabei. Ja, der Todesstrahlroboter hat überlebt. Wo ist er? Ich bin weg, falls du nicht meinst. Vielen nee, Dank, ich meinst den Todesstrahlroboter. So, okay. Ah, da bin ich. Den dreibeinigen Todesstrahlroboter aus Krieg der Welten. Das war. Was sollte das denn ein, schon ein notwendiges Opfer. Tut mir leid. Ich muss den dreibeinigen Todesstrahlroboter. Nee, den Zwerg. Weißt du was? Hier ist ein dreibeiniges Todesopfer. Ich hab doch gesagt, ich bin sehr empfindlich gegen Feuer. Mensch. Oh, jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen um hier, bevor wir weiter rennen. Okay. Mal zum Beispiel aufs Feld gehen. Ich bin dabei. Moment. Ich ernte mal. Moment! Was hat dich jetzt da noch getötet? Da liegt eine Axt. Und der, die hat Mafi verloren. Ja. Moment, man konnte das wirklich einfach so abbrennen und da war nichts drunter. Wie schade ist das denn? Leute? Ja? Ja? Hast du was gefunden? Hä? Warum bin ich da oben wieder belebt worden? Weil wir dich dort oben getötet haben. Den Haken. Oh, was war denn das? Das war ein Rundumzauber. Ach, jetzt raff ich das erstmal. Ah, okay. Nein! Lass mich in Ruhe. Ich habe übrigens sehr starke Todeszauber. Oh, hier ist ein Pferd! Oder du lässt mich einfach in Ruhe. Oder aber, ich lass dich in Ruhe. Das würde ich nicht machen, Mafi. Das ist der Oberbabbo. Mikrofontest 1, 2, 1, 2, 1, 2, alles klar. Es gibt eine Doppelung. Ihr könnt loslegen, Herr O'Neill. Oh nee. Ja, ja, ich weiß. In der herrlichen Landschaft nördlich von Vladitor, wo Vala Mathilda uns ein seltenes Gespräch gewährt. Achso, das ist ein Zwerg. Vala? Sagen wir also, Vala Mathilda, was machen die Leute hier alle? Nun, Herr O'Neill, was tun wir hier alle? Was tun wir alle hier? Hier ist eben richtig was los, mitten in der Provinz. Ich spreche den Wächter da oben. Im letzten Jahr haben wir den Wald um das Dorf herum gerodet. Jetzt haben wir mehr Ackerland. Und die letzten Überreste der Bestienleute sind wir auch gleich losgeworden. Nicht pfeifen für die Aufnahme, das ist immer... Diese dreisten... Also, gut, dass wir sie los sind. Sagt dieser Reporter. Wahrhaftig. Wie man sieht, liegen eine fantastischen Dinge direkt um die Ecke. Ich bin froh, dass ich hier sein und erleben darf, wie das Werk der Allianz Früchte trägt. Das erinnert mich alles ein bisschen an Munchkin. Bin ich der Einzige? Ja. Ich kann es kaum erwarten. Was die Zauberbedrohung angeht, besteht da Grund zur Sorge? Gute Frage. Ich kann wohl so viel sagen, dass kein Grund zu irgendeiner Sorge besteht. Das ist alles in bester Ordnung. Die Holzkamera ist super. Na bitte, alles in Ordnung hier. Zurück ins Studio. Was zum Teufel war das denn? Zauberer! Jetzt können wir nochmal ein paar rasante Szenen drehen. Moment! Ich kann runter aus.
Holy shit. Okay. Danke, Marfi, weil ich bin nämlich, was Lebenszauber betrifft, diesmal nicht so gut ausgerüstet, weil ich mir den Schädelstab genommen habe. Und da kam ein Feuerzauber ringsrum. Wo bin ich? Lebe ich? Nein. Oh, die Eiskönigin. Ich will keine Eiskönigin. Ich bin irgendwie so ähnlich wie eingefroren. Musst du mir ausrasten? Muss ich mir irgendwie... RT, rechter Trigger. Ah ja. Sie sind alle auf mich. Ich sterbe trotzdem. Naja, du musst es halt... Klar. Kann da jemand diese komische... Da war ein Stein im Weg. Frost Peach killen? Na, das machen wir. Ich bin doch hier der Frigo. Frigo Animo. Oh, meine Heilzauber sind einfach so schlecht. Mein Gott. Was machen die denn auf Gänse die ganze Zeit? Ich habe schlechtere Heilzauber. Und ich spiele das hier gerade zum zweiten Mal. Also Ausreden haben wir auf jeden Fall schon mal. Ich bin einfach schlecht. Was? Bin ich tot? Ist sie irgendwie ein Boss oder sowas? Na, sowas ähnliches. So ein Mini-Boss halt. Los, Morphos! Okay. Genau, was sehr effektiv ist. Ah, nee, das ist Wartrag. Den da. Ich hab sie gekillt. Oh, du musst dir mal eine der letzten Folgen angucken. Da habe ich beim Endgegner schön den Sweet Spot erwischt. Einfach zugeschlagen und mich nicht getroffen. Habt ihr das gesehen, was ich gerade gemacht habe? Irgendwas für erstmal einen Freudentanz auf. Wenn ich sie mit dem Stein getötet habe. Tanz mit, Marfi. Kann ich so cool tanzen? Ja, das geht übrigens mit. Das geht bei ihm besser, weil er sich ja unabhängig drehen und bewegen kann. Irgendwo im Ladebildschirm werden Tipps angezeigt. Geiler Tipp. Prüfungen werden im Verlauf der Kampagnenkapitel freigeschaltet. Sie sind optional, doch können nützliche Objekte oder Magis dabei herausspringen, die ihr in der übrigen Kampagne verwenden könnt, sofern ihr die Herausforderung meistert. Aktiviert das helle Mal. Genau. Also. Angst! Oh, muss ja wenig höher sein. Oh, guck mal, da ist was zum Niederfackeln. Warte mal. Warte, lass erstmal mit den Leuten reden, bevor du sie niederfackelst. Okay. Okay, sagt er und tötet ihn. Seltsame Leute. Wie bitte? Was bildest du da eigentlich ein? Kannst du bitte aufhören, mich anzuzünden? Ich kann mich nämlich auch nur schlechter selber heilen. Marfi, heilst du mich mal bitte? Ich hab doch meinen Schädelstab. Sehr gut, Marfi. Wir sind die Götter. Ich glaube, da war jemand drin. Wir sind die Götter der Verdammnis. Guck mal, was hinterlassen wir denn hier? Blumen. Ja, das ist der Stein, den ich hier mache immer. Der heilt dich. Und wenn du an Lebenszauber, wenn du mal genau guckst hier, hinterlassen da, wo sie auftreffen, Blumen. Oh, ja, komm. Oh. Penetrier mich, Marfi. Blümerand, mir wird ganz Blümerand. Komm mal her. Bleib mal stehen. Penetriere die Seite. Penetriere mich. Jawohl. Okay, so zum Thema trashiges Level. Ja. Okay, how about not killing me with fire? Oh yeah. Oh, you're sexy. Ich glaube, das können wir nicht angreifen. Man kann nicht töten, was man nicht sieht. Was? Warum müsst ihr Feuer haben? Ihr wisst, dass ich eine Feuerschwäche habe. Was? Nein. Blitz hier kriegen sie. Blitz? Zumindest treffe ich die damit. Ja, weil die so flink sind. Was sind das eigentlich? Nein, das sind fliegende Steine. Wie tötet man etwas, das nicht lebt? Okay, ich werde nie wieder Steine auf fliegende Pfeilspitzen werfen. Doch, einmal noch. Komm, haben wir gerade ein bisschen überfordert vor. Das könnte aber auch der Einzige sein. Komm schon! Hab ich so lange Cooldown! Ah, schade.
Marvin hat einen Stein positioniert, das ist in Ordnung. Ich sah jüngst nicht. Rückenstecher, du hast einen Rückenstecher eingesammelt und ich bin gestorben. Mir haben sie im Rücken gestochen. Du bist der Einzige, der noch lebt. Druck mal danach. Okay. Kannst du nicht, ah, verdammt. Lauf und überlebe noch eine Weile. Okay, mach ich. So? Okay, wir haben unseren Geist noch. Ja, wir haben auch unseren Geist. Wenn der nachher wiederkommt, dann musst du mal aufpassen, der lacht so geil. Todeszauber. Wenn ich den treffe, dann zack. Wie hat der mich noch getötet? Also meine Todeszauber sind echt ziemlich mighty hier. Alter, können diese komischen Dinger mal weggehen? Die sind echt anstrengend, oder? Todeszauber Range, bam. Mighty. Sorry. Da fängt er wieder an zu lachen, Murphy. Also der Typ ist schon ziemlich cool. Unser Geist. Unheimlich finde ich. Was sind das eigentlich für Geister? Der da? Hm? Der belebt uns wieder. Oh, Knuffi. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, wir müssen das Ding an der Wurzel ausmerzen. Achtung. Ja. Verdammt. Ich frage mich, wie ein Blitz rund um Zauber aussieht. So nichts. Lauf weg. Ich kann die Dinger ziemlich gut effektiv töten, aber ich leider auch. Oh, ich habe einen Blumenstrauß gefunden. Was? Ich hab's nicht gesagt. Oh, ich hasse das, dass man die mittlere Maustaste drücken muss. Das macht übrigens Schaden, die Dinger. Wie man an den Stacheln erkennen konnte. Ich will nicht rennen. Ich könnte mir ein Feuerschild geben. Okay, wir haben sie. Aber ich will den Blumenstrauß haben. Blumenstrauß, nimm mal Füßerschaden. Ich bin auf Holz, wieso gehen die nicht kaputt? Warte mal. Wie, was? Geh mal weg da. Blumensträuchchen ist man gerne sofort verschenkt. Marvi? Aus dem Weg, bitte. Mein Waff freigeschaltet. Blumenstrauß. Guck, noch laden. Bam. Also wirklich aus mit Stein. Achso, warte mal. Man kann vielleicht Stein rundum machen? Nee, doch nicht. Das ist Holz. Ich werde jetzt Holz einfrieren. Naja, fast. Oh. Danke. Ich dachte, Murphy wäre tot, deswegen habe ich ihn nicht wiederbelebt. Kann man jetzt hier durch? Nee. Stein, ja? Er hat doch schon einen Weg durchgemacht. Ah, danke. Bin dabei gestorben, aber hey. Hast doch verdient. Nein, gefroren. Da ist ein Zettel an der Tür. Erstmal rennen. Heute vor 10 Jahren wurden diese Ritter zum Schauplatz eines brutalen Mordes. Als bis zu 4 Zauber angriff. Daher und aus programmiertechnischen Gründen muss diese Tür leider versiegelt bleiben. Moment, ich überlege. Es tut mir leid, Marvi. Es tut dir fast leid, ne? Ein bisschen. Warum bin ich nie schnell genug mit dem... Ich bin irgendwie nie schnell genug. Oh Gott, da ist schon wieder so eine Lilifee. Ich hasse es, dass sie die Range-Zauber auf mittlere Maustaste gelegt haben. Dass ich gestorben bin, hasse ich auch. Bitte mal den Zauberer da. Bin dabei. Marvin, bist du mir böse wegen der Steinnummer gerade eben? Hast du mich getötet? Nein. Oh, dieser scheiß Zauberer. Und diese Gewehrdinger. Wann finden wir eigentlich unsere M60, Murphy? Du meinst die G36? Nee, die trifft ja nicht. Es gab im anderen Spiel eine M60. War doch eine M60, glaube ich. Hallo? Was, haben die irgendwie beim Sterben so wie Kadaverexplosionen oder sowas? Das kann sein. Dreckig.
Oder du hast, oder du wurdest, ja, ach so, nee, wenn... Oder ein Bollo. Wenn, ja, oder ein Bollo. Wenn du von Todesstrahlen getroffen wirst und stirbst, dann explodierst du. Oh, kann man die Knarre mitnehmen? Nee, nein, leider nicht. Nicht. Wie gesagt, also es gab die M60, war das M60? Ich glaube M60, ja. Ach so, warte mal, halt, nicht rüberrennen, Marvin, nein! Was denn? Da lag noch... Nee, das nicht, aber das, ach so, wir haben Ladebildschirm. Wir haben Ladebildschirm, ist in Ordnung. Ja, nämlich, ich dachte, wir werden jetzt gleich wieder in was Neues geworfen. Denn das ist ein super Schlusspunkt für die heutige Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge Magica zusammen mit Warndrug. Ja, auf meinem Channel und auf dem von Morphus. Genau. Also, auf dem, uns zu. Ich habe keinen Channel von Morphus. Fick dich, Warndrug. Ich brauche keinen Channel, um Awesome mitzuspielen. Okay, bis morgen, Leute. Tschüss. Bis morgen, ciao.